Ja, hallo und herzlich willkommen bei YouTube. Ich bin Westersborg und diesmal zwei neue Waffen in der Serie Atomare Waffen. Diesmal die Vector und die P90 müssten es sein. Und ich denke mal, es wird die letzte oder vorletzte Folge sein, bevor Black Ops 2 rauskommt. Und zu Black Ops 2 habe ich gleich auch noch was zu sagen. Ja, wir haben ja jetzt im Moment Halloween und wir Deutschen sind da ja eigentlich nicht ganz so krass drauf fokussiert wie jetzt die Amis. Die Amis, die drehen ja an Halloween richtig durch. Es gibt ja Leute, das ist deren Lieblingsfest. Also mein Lieblingsfest ist immer noch Weihnachten und mein Geburtstag, weil ich da Geschenke kriege. Kein Bock auf Süßes oder Saures. Ja, also ich bin nicht so hinter Halloween, also auch da von mir irgendwie nicht irgendwie zu erwarten, dass ich hier in Verkleidung auf einmal in die Facecam reingehe. Das könnte ja knicken. So. Was wollte ich jetzt auch gesagt haben? Black Ops 2, ja, ich habe letztens auf Play 3 einen sehr interessanten Artikel gelesen und deswegen habe ich jetzt wieder übertrieben Bock auf Black Ops 2. Das liegt nämlich daran, dass die meisten werden es wahrscheinlich nicht wissen, deswegen werde ich es mal eben erklären. Ich weiß nicht, ob es in World at War auch so war. Nun, ich meine, es ist eine Tatsache, dass bei vielen Leuten, also es gibt auch welche, bei denen ist es nicht so, aber bei vielen Leuten läuft Black Ops bei weitem nicht so flüssig, beziehungsweise mit so einer guten Verbindung wie jetzt die Spiele von Infinity Ward. Also, es leckt halt mehr. Und das liegt daran, dass das Matchmaking-System, was ich vorher nicht wusste, nach unterschiedlichen Systemen funktioniert. Aber wenn ich jetzt mal nachdenke, ist es eigentlich ganz klar. Ihr kennt es alle aus Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3. Wenn ihr ein Spiel sucht, da geht ihr da die allen möglichen Ping-Zahlen durch. Fängt bei 50 Millisekunden an und geht hoch bis zu 180 oder 200. Und in Black Ops funktioniert das Ganze regional. Also man kann ja Sucheinstellungen vornehmen in Call of Duty Black Ops. Man kann einstellen Region, das heißt, er fängt an, nach Matchen, nach Spielen in deiner Umgebung zu suchen. Also nach, sagen wir mal, nach Deutschen, Österreichern, Franzosen und so, die jetzt halt von Deutschland aus gesehen, ja, in Europa liegen oder in deiner Nähe. Weil halt der Ping vergrößert wird durch die, ja, durch die Entfernung, weil die Signale müssen ja erstmal übermittelt werden und das geht gar nicht so schnell. Also ich glaube, das dauert nach Amerika Luftlinie schon alleine 50 Millisekunden und Internet ist nicht so schnell wie Lichtgeschwindigkeit. Und ja, deswegen fangen sie halt an, in Orten der Umgebung zu suchen. Man kann dann auch noch einstellen, nur Region. Das heißt, es werden nur Matches gesucht, die ja in deiner Umgebung liegen. Das bringt's aber nicht, weil da findest du halt oft kein Spiel. Und was ich eine Zeit lang drin hatte, was tödlich ist, ist international. Das heißt, er versucht einfach so schnell es geht, ein Match zu finden. Egal nach irgendwelchen Kriterien, ohne Kriterien. Ja, grausame Verbindung, sage ich da nur. Mit Regionen geht es einigermaßen, aber immer noch Kacke im Vergleich zu MW2 oder so. Und ja, das ist jetzt in Black Ops 2 anders. In Black Ops 2 vertrauen sie anscheinend auf das System von Infinity Ward. Also Lag Compensation und so stand nichts drin im Artikel, ob das es da drin sein soll. Aber sie werden es halt vom Ping abhängig machen. Also das heißt, wenn man jetzt wirklich einen Amerikaner mit 60 Millisekunden Ping hat, beziehungsweise gefunden hat, dann wird man auch in diese Runde reingejoint und nicht in eine 100 Millisekunden Ping Lobby von einem Deutschen. Ja, also das finde ich schon sehr sinnvoll, denn ja, es ist mir egal. Also man kann ja sowieso, man sagt ja sowieso oft, ich spiele nicht gegen Deutsche, also nicht gerne gegen Deutsche, weil die Deutschen relativ asozial spielen, ist mir mal aufgefallen. Also zum Beispiel die Amerikaner und die Franzosen sind ja sowieso eher die HD-Pros. Und wenn die HD-Pros dann sogar noch HD-Noobs sind, dann habe ich das sogar ganz gerne, weil Franzosen haben meistens ganz gute Verbindungen. Und wenn die dann auch noch nichts hinkriegen mit dem Snipen, dann ja, geschenkte Kills nehme ich immer. So. Und ja, ich weiß gar nicht, in welchem Video ich das jetzt sage. Also ich weiß jetzt nicht, wann ich das hochlade, abgesehen jetzt davon, dass es Halloween ist, aber ich weiß jetzt nicht, welches Video ich davor hochgeladen haben werde. So. Keine Ahnung, was das hier gerade für eine Zeitform war. Ist auch egal. Nee, aber ich habe mir ja jetzt eine Xbox gekauft. Black Ops 2 werde ich mir aber noch für die PS3 kaufen. Denn, wie heißt es jetzt? Da spielen halt mehr Leute, die ich kenne. Ihr könnt mich auch gerne noch adden auf der Xbox, ne, Westersburg. Ich werde mir, denke ich mal, auch
irgendwann so eine Art Signatur unter die Videobeschreibung machen. Dann muss ich da nicht immer wieder neu irgendwelche Sachen reinschreiben, was weiß ich, wo ihr mich adden könnt oder so. Und dann mit die Frage ein für alle Mal gegessen ist. Und ja, hier hatte ich relativ Pech mit dem Spawn. Ich weiß gar nicht, ob ich hier Bohnenangriff oder 6 gegen 6 Herrschaft gespielt habe, aber wir hatten nur die A-Fan, das heißt, die Gegner spawnen nur in Häusern. Das ist tödlich für den Chopper und für den Area auch. Und deswegen musste ich mir da ein bisschen einen abgammeln, um letztendlich die Nuke noch zu bekommen. Die zweite Episode sind noch die P90. Und was mich wieder freut, worauf ich wieder richtig Bock habe, ist hier Countdown zu Black Ops 2. Also ich habe ja letztes Jahr, als ich mit YouTube angefangen habe, einen Countdown zu MW3 gemacht. Das heißt, ich habe jeden Tag, ich glaube eine Woche lang, ein Video rausgehauen. Ich denke mal, ich werde das jetzt so 3-4 Tage machen, damit die Motivation noch nicht sinkt. Und wer ist es jetzt? Vielleicht, der Alex hat bei uns in der Stadt einen Laden entdeckt. Vielleicht kriege ich das auch 3-4 Tage vor Release. Und wenn ich nicht gestrikt werde, könnte ich davon, denke ich mal, Exclusive Content bringen von Black Ops. Und ja, was ich noch alles bringen werde von Black Ops 2, werde ich noch in dem Countdown zu Black Ops 2 verraten. Da könnt ihr mal gespannt sein. Auf jeden Fall werde ich das machen. Ich denke mal, ich werde da am 3. November oder so mit anfangen. Und ja, hier kommt nochmal eine Stelle, wo ihr wirklich jetzt bitte genau aufs Gameplay achten. Die Nuke war eine der knappsten, die ich je bekommen habe. Und jetzt hier. Ja, das war dann doch noch ein kleiner Halloween-Streich, den ich da euch ein bisschen spielen wollte. Ich hab's schon angekündigt im April diesen Jahres habe ich es schon angekündigt, mein Clan-Kollege, aber seitdem nie wieder ein Wort darüber verloren und ich wette, auch die werden es vergessen haben. Ich freue mich da schon auf die Reaktion. Nee, das war nämlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Ich glaube, es war 3 Uhr nachts, da meinte der Tobi oder der Manni oder so, also ein Freund von uns, hier den Link von Scary Maze in der hier in den Skype-Chat zu posten. Ich bin da drauf gegangen, hab's gespielt, hab ehrlich gedacht, das wäre dieses Konzentrationsspiel, ja, also für diejenigen, die Scary Maze nicht kennen, man muss eine Maus durch so eine Art Labyrinth steuern und man darf die Wände nicht berühren, sonst fängst du wieder von vorne an und ab, kurz vor Ende, wenn du meinst, du hast es geschafft, dann kommt diese Fratze und kreischt so rum. Ich habe da so rumgekreischt, es war nicht mehr feierlich. Über solche Geschichten und so aus Real Life, die ich so erlebe mit meinen Clan-Kollegen, werde ich mal vielleicht mal so eine Art Special machen. Auch wie ich zum ersten Mal Slender gespielt habe und so, ist auch alles sehr lustig gewesen. Nee. Ja, was würde ich jetzt gesagt haben? Genau, ab dem 3. November werde ich dann hier diesen Countdown zu Black Ops 2 starten. Was ich dann allerdings in Black Ops 2 alles machen werde, wie ich Zombies zeige, wie ich Singleplayer, wie auch immer zeige, wie ich Multiplayer zeige, das werde ich dann in diesem Countdown verraten. Das bleibt noch ein Geheimnis. Ich habe da schon ein paar konkrete Vorstellungen. Und ja, deswegen, ich freue mich schon riesig eigentlich auf Black Ops 2, jetzt vor allem auf den 7-Mann-Zombie-Modus. Dann könnte man wirklich mit allen Clan-Kollegen, die das Spiel dann haben, den Zombie-Modus zocken und nicht nur mit 4. Vor allem vor dem Hintergrund, dass egal welche Version die Leute haben, dass man eigentlich laut dem aktuellen Stand mit denen zusammenspielen können müsste. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die Leute da auch so einen von der USK so einen Anstand machen, wegen abfliegenden Körperteilen bei Zombies, ja? Bei Menschen nur so kann ich verstehen, aber bei Menschen zeigen das ja in der Story und im Multiplayer eh nicht, aber ganz ehrlich, ich habe World at War Uncut und da fallen noch nicht mal immer die Körperteile ab, ja, da muss man schon wirklich präzise darauf zielen, damit das auch wirklich so passiert, also es ist, ja, ist ein Witz eigentlich. Diese Runde hier dieses Sprengkommando auf Scrapyard, das wurde noch mit dem Marvin erspielt, der ja eigentlich auch am Anfang mit im Clan war und ja eigentlich gar nicht mehr wirklich COD spielt, der spielt eigentlich hauptsächlich nur noch FIFA. Und ich weiß gar nicht, vor 2 Monaten oder so ist das Gameplay hier entstanden. Da hat er nochmal MW2 eingelegt. Das war, glaube ich, ja, kurz bevor FIFA 13 rauskam, na, vielleicht einen Monat vorher. Wahrscheinlich wurde ihm da FIFA 12 auch zu langweilig. Keine Ahnung, ich kann trotzdem eigentlich nicht nachvollziehen, wie man so lange motiviert bleiben kann bei FIFA. Werde ich aber wahrscheinlich feststellen, wenn ich es selber bekomme. Denn meiner Meinung nach ist FIFA eigentlich nur so ein Spiel für zwischendurch. Also ich kann mir das auf jeden Fall nicht länger geben.
Und ja, ich bin eigentlich jetzt hauptsächlich mit meinen Themen durch. Modern Warfare 3 werde ich, denke ich mal, vielleicht noch ein Gameplay bringen, bevor Black Ops 2 rauskommt. Ja, für die Modern Warfare 3 Fans, ich muss euch da ein bisschen enttäuschen, aber macht mir in letzter Zeit einfach keinen Spaß mehr. Und ich möchte halt auch Sachen zeigen, die mir selber Spaß machen zu kommentieren. Also die Gameplays und ja, in MW3 habe ich das nicht so häufig. Ich meine, ich habe jetzt letztens durch das Live-Commentary auf der Xbox gemacht, habe da ein bisschen Modern Warfare 3 gesehen, beziehungsweise Modern Failing 3. Nicht, weil das Spiel so failen ist, sondern weil ich da so faile mit dem Xbox-Controller. Und ja, MW2 habe ich mir, denke ich mal, schon gekauft, wenn ich das Video hier hochlade. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es kommentiere, habe ich es noch nicht. Aber ich werde es mir holen auf Englisch. Dann habe ich es einmal auf Englisch und einmal auf Deutsch. Dann habe ich die Story auch verstanden auf Deutsch. Und ich kann online halt auf Englisch genießen, das finde ich geil. So hatte ich das Ganze auch vorgesehen. Und ja, das war's eigentlich. Hier zünde ich die Nuke und so. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gut bewerten und den Kanal abonnieren. Bis demnächst. Tschö.